Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat in der Sommermärchen-Affäre im Zusammenhang mit einem Millionenkredit für Franz Beckenbauer offenbar keine Hinweise auf einen Stimmenkauf oder eine Verwendung für die Fußball-WM 2006 gefunden. Das geht aus den mehrere tausend Seiten fassenden Ermittlungsunterlagen vor, die der Welt vorliegen. Die Staatsanwaltschaft geht demnach davon aus, dass das Darlehen in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken, das Beckenbauer im August 2002 von Ex-Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus erhielt, privat eingesetzt wurde. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Einen Hinweis auf eine mögliche Verwendung des Darlehens gibt laut Welt ein Fax vom 5. November 2001. Darin informiert Louis Dreyfus den damaligen Beckenbauer-Manager Robert Schwan darüber, dass er in Großbritannien ein neues Unternehmen aufsetzen und darüber Anfang 2002 mit Schwan und Beckenbauer sprechen wolle. WM 2006 Ermittler halten Beckenbauer Aussagen für Fall. In einem dem Fax beigefügten Vermerk geht es zudem um einen angeblich geplanten Verkauf der Firma SK Carova, welche die Persönlichkeitsrechte von Beckenbauer besaß. Als Kaufpreis werden 100 Millionen US-Dollar genannt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt versuchte nach Weltangaben vergeblich herauszufinden, ob diese Überlegungen in Verbindung mit dem 10 Millionen Kredit stehen. Beckenbauer selbst äußerte in einer Vernehmung, er habe zu diesem Sachverhalt keine Kenntnisse. Seine bisherige Darstellung, dass er die 10 Millionen benötigte, um dem Weltverband FIFA einen Vorschuss für spätere Zuwendungen an das deutsche WM-Organisationskomitee zu zahlen, halten die Ermittler für falsch. Die Staatsanwälte starteten Ende 2015 ihre Ermittlungen, weil bekannt wurde, dass der Beckenbauer Kredit aus der Kasse des WM-Organisationskomitees zurückbezahlt und als Betriebsausgabe steuermindernd geltend gemacht worden war. Punkt. Mehr zum DFB.